Also willkommen zur Pressekonferenz vom GRK-Spiel. Vorverkauf habe ich schon kurz gesagt, 2000 Karten sind abgesetzt worden. Es wird von den Fans einen selber organisierten Wackermarsch geben. Der startet meines Wissens nach am Domplatz. Wo startet der? Am Domplatz. Am Domplatz. Ja, ich glaube um 11 ist der Treffpunkt schon. Das Motto vom Marsch ist alle im Trikot. Dem haben wir uns auch angeschlossen. Also wir freuen uns, wenn da morgen zahlreiche Besucher im Trikot auf die Tribünen kommen. Die Foodtrucks haben eine Aktion, und zwar gibt es eine Happy Hour von 12 bis 13 Uhr. Kostet das Bier statt 3,90 Euro nur 3 Euro. Und wir haben uns auch ein Special überlegt. Und zwar gibt es erstmals wieder den Wacker-Kurier. Also vielleicht kennt ihr es denn noch. Kriegt ihr ein Exemplar. Das ist uns ganz nachgebaut worden. Das letzte Mal hat es den gegeben, 1980. Gestanden. Ja, ich kenne ihn noch. Das letzte Mal hat es den 1980 gegeben. U8, U9. Ja. Den wird es am Spieltag für 2,50 Euro zum Erwerben geben. Ich glaube, so viel rund ums Spiel. Können wir zum Spiel. Dominik GRK hat in den letzten Runden sehr starke Ergebnisse eingefahren. Schwierige und einfache Frage zugleich. Wie kann man sie schlagen? Ja, indem dass wir gut Spiel machen. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach spurweit den Schwung mitgenommen hat, den sie sich einfach über die letzten Jahre jetzt irgendwo erarbeitet haben. Durch sehr erfolgreiche Jahre jetzt der GRK ist jetzt richtig durchmarschiert. Ist jetzt nach dem Start in der Liga auch wieder vorne dabei. Ist aber auch so, dass natürlich schon jetzt bei den Spielen dann einiges für sie gelaufen ist. Und wir versuchen es einfach dann durch unsere Art einfach so zu zwingen, dass es halt einfach ein Pendel für uns ausschlägt. Meinst du, du stehst ja vor deinem Comeback, das gegen deinen steirischen Kollegen. Am besseren Zeitpunkt hättest du eigentlich nicht aussuchen können, oder? Ja gut, das Comeback habe ich schon gehabt. Bin ja gegen Linz reingekommen. Aber ja gut. Ja gut, das ist von meinen abhängig. Ist immer schön gegen einen steirischen Verein zum Spielen, weil ich einfach, gut, ich kenne bei den meisten steirischen Vereinen einige Leute und habe da jetzt gegen morgigen Gegner, habe ich schon mit einigen zusammengespielt und das ist natürlich immer was Klasses. Dann haben wir fangen, bitte. Mit wem hast du zusammengespielt? Wir sind da mit Nutzi, mit Berchti, mit Graf. Ja, Graf. Die Innenverteidiger. Ah. Mit Hakinger. Wendler. Sind ein paar dabei. Ja. Sind ein paar dabei. Okay. Ist der GRK so gut, wie es der Tabellenplatz aussagt? Oder zeigen die ein bisschen von der Euphorie des Aufsteigers? Ich glaube, dass eine Euphorie bei solchen Vereinen immer wichtig ist. Aber ich habe vor der Saison schon gesagt, ich habe so A2 Geheimfavoriten und die A2 sind jetzt auf 1 und 2. Also ich finde, dass die gut sind, weil sie extrem viel, ja, wie soll ich sagen, Schlitzer drinnen haben, die Fußball spielen können. Und ich glaube, dass es in der Liga schon recht wichtig ist. Wie du gesagt hast, die haben erfolgreich gespielt, aber was zeichnet die aus? Ein bisschen eine Wucht? Oder man im Heimspielen vielleicht eher eine Wucht? Auswärts war jetzt nicht, oder was? Ja, ich denke schon. Zum einen natürlich das, was ein bisschen abseits vom Platz passiert, sprich gute Fanunterstützung einfach auch. Schon irgendwo ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite ist halt einfach eine Mannschaft, wie gesagt, die einfach von dem Drive irgendwo erlebt, den sie sich jetzt über Jahre eigentlich jetzt, erarbeitet haben. Ist auch eine Mannschaft, die jetzt sehr konstant in der gleichen Zusammensetzung eigentlich unterwegs ist in den ersten 6 Runden. Auch vom System her wenig variiert worden ist. Das erwartet man eigentlich alles morgen ähnlich und gleich. Und ist halt auch eine Mannschaft, die einfach weiß, was sie kann. Relativ einfach, aber ja, konsequent schnell Fußball spielen kann. Und da müssen wir uns halt einfach darauf einstellen, dass wir dann die gewissen Phasen einfach gut verteidigen. Und wenn wir den Ball haben, dass wir einfach vielleicht den einen oder anderen Raum, den sie vielleicht auch hergeben, dann auch nutzen können. Aber du, das verbindet euch ja wahnsinnig groß. Gewechselt hast du ja auch nicht, oder? Du hast ja auch deinen Stamm gefunden, wo du sagst, okay, mit deiner Großteil spiele ich ja mit dir, oder? Ja. Morgen schaut es ein bisschen anders aus, durch den Kohlgetter. Ja, man, jetzt sind wir mal froh, dass der Mäuse, in erster Linie bin ich froh, dass es ihm gut geht, dass er wieder ohne Schmerzen jetzt am Platz stehen kann, weil das einfach ist mit Abstand am wichtigsten ist.
Hoffe einfach auch, dass er mit seiner Energie einfach auch uns hilft in gewissen Situationen. Es ist jetzt nur so, dass Murat und Azu noch angeschlagen sind, verletzt sind. Auf die hoffen wir, dass sie retour kommen. Und ansonsten, wie gesagt, stehen wir. Und deswegen können wir dann auch bis auf die zwei halt auch aus dem Vollen schöpfen. Aber das GRK hat sowieso keine Chance, weil Stibuli ist ja Festung wieder. Ja, wir werden wieder versuchen, dass wir Gas geben. Ja. Wir werden es ähnlich intensiv anlegen. Wir wollen schon versuchen, auch wieder über 90 Minuten ein neues Tempo hochzuhalten. Wir wissen aber auch, dass die Ergebnisse top waren in den Heimspielen. Wir wissen aber auch, dass eigentlich in jedem Spiel dann, dass es einfach auch richtig eng war. Und auf das müssen wir uns halt morgen auch wieder einstellen, dass wir einfach von Minute 1 bis 90 bereit sein müssen, dass wir Gas geben. Wir werden der GRK da spielen. Glaubst du, dass die auf Konter lauern oder dass die das Spiel selber in die Hand nehmen? Also sie haben es sowohl als auch gemacht, haben schon Phasen, haben es auch durchaus in Ried mutig angelegt, haben es auch in Lustenau mutig angelegt. Also es ist schon so, dass sie sich das zutrauen, auswärts in ein hohes Pressing zu gehen. Das erwarten wir morgen sicher in gewissen Phasen auch. Aber wir erwarten natürlich dann auch, und das erhoffen wir uns halt auch aufgrund von unseren Lösungen, dass wir sie einfach dann auch immer wieder dann auch mal in eine tiefe Position einzwingen, dass wir dann einfach auch in ihrer Hälfte Ballbesitz Fußball spielen können, dass wir sie beschäftigen und einfach, wie gesagt, über 90 Minuten konsequent das Tempo hochhalten. Du hast jetzt zwar schon die Woche gesagt, aber Fischte Deke ist ja ein Thema oder eher noch für die Bank? Rami hat jetzt einmal die ersten 10 Tage eigentlich bei uns mitgemacht, ist in der Länderspielpause Mitte der Woche dann bei uns eingestiegen. Da ist auch wichtig, dass es ihm gut geht, dass er schmerzfrei ist. Das hat er jetzt einmal überstanden. Ist natürlich nach der ersten Woche war schon ein bisschen müde, aber ist auch normal, wenn nicht so lange kein Mannschaftstraining warst. Ist auf alle Fälle eine Option, aber für die Bank halt. Der neue Stürmer? War eine ähnliche Situation wie beim Rami. Ist eine Option dann für den Kader. Vamos. Vamos.